Da kommt natürlich die erste Idee, so, wie kann man die Chakren zur Selbstheilung einsetzen. Ne? Da gibt es natürlich, könnte ich jetzt eine ganze Woche drüber erzählen, aber so eine Zeit haben wir ja gar nicht. Und dann ist mir aufgefallen, so heute Morgen nach der Vierer-Meditation, das ist immer so eine gute Zeit, wo man sehr leicht ins Gespräch miteinander kommt. Und, dass man eigentlich zu zweiteilig das Thema ist. Ja. Einmal, was, wie kann man die Chakren zur Selbstheilung benutzen und wie heilen die Chakren selber. Ja, wir haben ja durchaus Verletzungen in unserem Chakrensystem, das sich dann somatisiert und in den Körper sich auswirkt in engen Symptomen, dass man sagt, du musst mal deinen Chakra reparieren. Ja, das heißt, wir können unsere Chakren und die Energie, die sie zur Verfügung stellen, nutzen, um verschiedene Ebenen uns zu berühren und zu heilen. Und umgekehrt sind natürlich auch aufgefordert, unsere Chakren zu heilen. Ja, ich fällt es immer ganz erstaunlich auf, wie wenige dieser wunderbar ausgebildeten Bewegungslichtteilnehmer dass wir in der täglichen Routine haben, mal morgens 3 Sekunden zu gucken, bin ich mit meinen Chakren im Gleichgewicht. Fließen die alle? Bei welchem Chakra braucht Aufmerksamkeit? Das übt man zwar im wenigen Licht, danach ist es direkt wieder vergessen. Ja. Und die Chakren haben natürlich alle eine wunderbare Funktion, diesen Regenbogenzyklus, den wir alle kennen. Und drücken sich eben in verschiedenen Zeitaltern in der verschiedenen Dominanz einzelner Ebenen aus. Und da wir ja alle nicht heute das erste Mal geboren sind, komischerweise, dann in der Regel doch schon viele Inkarnationen hinter uns haben, haben wir aus den verschiedenen Zeiten von der Chakra-Dominanz eines anderen Chakras war als heute, möglicherweise verletzt oder Verletzungen erfahren und tragen die auf dieser Chakra-Ebene mit und merken die heute in unserer Unbefindlichkeit. Und dementsprechend können wir natürlich den Ansatz zur Selbstheilung ansetzen bei der Heilung der Chakren. Das machen wir also in der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte ist eben zu sagen, welche typischerweise Symptome tauchen auf, wenn ein Chakra zur Heilung eingesetzt werden kann. Ja? Dann fangen wir mit dem Wurzelchakra an, das ist also das typische Chakra, was immer dann Probleme macht, wenn ich mich nicht vollständig inkarniere. Ja? Und das ist also doch ein weit verbreitetes Phänomen, dass wir aus dem Himmel zur Erde kommen und etwas frustriert sind, dass unsere Eltern nicht so sind, wie wir sie erfahren, wenn wir sie im Himmel gesehen haben. Ja. Wir haben ja alle die Freude, dass wir unsere Inkarnationseltern selber aussuchen. Ja. Das ist ja nicht eine zufällige Lotterie, dass wir sagen, jetzt inkarnieren wir uns in das soziale Umfeld, in die Familie. Und das sind in der Regel Wesen, die wir kennen. Ja. Wir inkarnieren uns nicht bei fremden Leuten. Ja. Und wenn wir da aus dem Himmel auf die Erde schauen und sagen, Mensch, jetzt geht's gleich los, wo sind meine Eltern? Dann gucke ich mir die an und sage, Mensch, sind doch so tolle Wesen. Ja? Und was sie alles für Qualitäten haben, wie sie sich freuen, wenn ich zu ihnen komme und ihnen meine Qualitäten aus dem Himmel mitbringe. Und dann geht es in den Inkarnationskanal rein, das Licht schließt sich ein, um in den, im Kriminalkörper Platz zu nehmen, wann immer das gerade ist, ist auch bei jedem verschieden. Und es ist erstmal gut, es ist schön warm und rosig in der Mama drin und es ist ein ganz helles Licht und dann rührt man sich da so ein bisschen ein und dann fängt man an zuzuhören, was erzählen die denn so, die merken ja gar nicht, dass ich da bin, wie kann das denn sein? Ja. Und dann merken sie vielleicht, dass da irgendwer da ist und will ich das überhaupt, will ich das überhaupt nicht. Ja, da kommen also schon die ersten Frustrationstoleranzen rein. Freuen sich gar nicht so toll, dass ich da bin. Die merken überhaupt nicht, dass ich das bin. Und auf dieser Phase überlegt man sich schon, Mensch, ich habe so viel mit zur Erde gebracht, das kriege ich hier in diesem neuen sozialen Umfeld überhaupt nicht ausgedrückt. Also stehe ich mal einen Schritt zurück in den Himmel
ja, weil ich als kleines embryonales Wesen und auch vielleicht die nächsten zwei Jahre danach noch extrem darauf angewiesen bin, angenommen zu werden. Ja, ich kann nicht allein essen, ich kann nicht allein trinken, ja, ich kann mir nicht den Kühlschrank aufmachen, nichts. Ja, das ist eine ganz furchtbare Zeit, aus der Perspektive des Angewiesenseins auf jemanden. Und in dieser Zeit ist man ungeheuer bereit, Eigenqualität zurückzustellen, um die Liebe der Familie zu kriegen. Ja? Und dann kannst du ja bitte haben. Also meist. Und mein tolles Lichtwesen, was ich eigentlich inkarniert habe, zieht sich in den Himmel wieder zurück, weil dann mit dem könnte ich gar nichts anfangen. Ja? Und das ist ein Thema, was man also gerne in einem späteren Erwachsenwerden mit dem Wurzelchakra korreliert. Ich finde die Ehrung nicht, ich kriege meine Qualität nicht zur Erde gebracht. Ich lebe Dinge im Himmel aus, die dann hier nicht manifestieren. Ich lebe Dinge auf der Erde aus, die eigentlich meinem Wesen überhaupt nicht entsprechen. Und mit der Symptomvielfalt, die man sich dazu denken kann, Heilung erfährt man eigentlich dadurch, dass man erstmal Frieden damit schließt, dass man in dieser Inkarnation ist. Ja? Mit dieser Familie, diesem sozialen Umfeld, dem ganzen Beipack, den man da sich eingetreten hat. Das Friedensschließen ist also erstmal das Friedensschließen mit sich selber. Ja? Ich verzeih mir mal, dass ich mir etwas ausgesucht habe. Ja? Das hilft also ungemein, und wenn ich mich dann noch dazu einlade, das, was ich jetzt wieder als Embryo zurückgeschickt habe in meinen Himmel, das darf jetzt doch in mein Leben kommen, dann findet also dieser Fluss plötzlicherweise statt durch das Wurzelchakra, wo das wieder einströmt, bis in mein Wurzelchakra, wenn ich nie meine Manifestation führen will. Und dann können Symptome, die damit verbunden sind, gerne heilen.